Hallo, ich bin Evelyn Schalk, ich bin Autorin und Journalistin und freue mich, hier zu sein. Ich habe eigentlich immer geschrieben, solange ich mich erinnern kann. Also Schreiben, Lesen, Text, Sprache waren immer bestimmend. Und später kam dann das Interesse dazu, vielleicht genau die Perspektiven zu finden und auch sichtbar zu machen und zu erzählen, die eher selten erzählt werden. Ja, wir haben den Ausreißer 2004 gegründet, weil wir bemerkt haben, dass gewisse Themen, gewisse Perspektiven in den großen Medien nicht oder sehr selten oder sehr einseitig vorkommen. Das war die Motivation, dann zu sagen, okay, dann machen wir selber was. Ich habe vorher in diversen anderen Redaktionen gearbeitet, Erfahrung gesammelt und es ist dann so nach und nach gewachsen. Es war tatsächlich das Forum Stadtpark der Ausgangspunkt. Wir haben von Anfang an das Redaktionsbüro hier gehabt. Wir wollten in den öffentlichen Raum gehen und zwar eben diese Präsenz als Wandzeitung im öffentlichen Raum, als niederschwelliger Zugang wichtig. Es gab dann ja immer mehr Anfragen, immer mehr Zusendungen und so hat es sich so nach und nach entwickelt und ausgedehnt. Zeit der Sterne ist noch ein Arbeitstitel, ist eine Zusammenarbeit mit Amina Karimian, einer afghanischen Astronomin und Bauingenieurin, die 2021 bei der Machtübernahme durch die Taliban aus Afghanistan fliehen musste. Wir haben versucht, die nach Österreich zu evakuieren und es war eine sehr nervenaufreibende und auch emotionale Odyssee. Wir sind über WhatsApp in Kontakt geblieben und wussten dann recht bald, aus dieser Kommunikation wollen wir einen literarischen Text machen. Mir war es wichtig, eben mit ihr zusammenzuschreiben. Ich habe als Journalistin ja da über sie geschrieben, klar, weil es einfach wichtig war, auch Öffentlichkeit zu informieren. Aber jetzt haben wir sozusagen die Möglichkeit, literarisch zusammenzuarbeiten, mehrsprachig zusammenzuarbeiten, also Deutsch, Englisch, Farsi. Und wir befinden uns gerade mittendrin. Ich glaube, jeder hofft, dass Texte, die man schreibt, gelesen werden. Man schreibt es ja schließlich trotzdem nicht für die Schublade. Aber ich denke jetzt nicht primär beim Schreiben dran, wie viele Leserinnen der Text jetzt hat. Aber es geht ja darum, dass man gewisse Themen, Inhalte publik macht und hofft, dass man auch andere Kollegen, Kolleginnen inspiriert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie es mir ja auch geht, das Text entsteht ja nicht im luftleeren Raum, sondern aus einem Diskurs raus. Und wenn man dazu was beitragen kann, ist das eigentlich das Beste, was passieren kann. Also ich hoffe, auch in den nächsten Jahren schlichtweg weiterschreiben zu können. Das ist ein unglaubliches Privileg und ich hoffe, dass einfach mehr Menschen auch dieses Privileg haben. Gerade wenn man weiß, man hat den Drang, man hat das Interesse, sich damit zu beschäftigen und sich mit Sprache, mit Schreiben, mit Text, mit Kunst überhaupt auseinanderzusetzen, dann ist es ganz, ganz wichtig, das auch möglich zu bekommen. Und das darf nicht davon abhängen, ob man es sich jetzt leisten kann oder nicht. Es klingt so kitschig und pathetisch vielleicht, aber Schreiben ist Leben. Durchaus.